So Leute, da bin ich schon wieder zurück, denn es gibt schon wieder Neuigkeiten, was jetzt auch, was die Sprachfehler sind da, was die EM betrifft, nämlich wir bekommen zwei neue Skins definitiv rein und keine unbekannten Skins. Ihr wisst ja, ich lasse gerne die Neuigkeiten für euch raushauen. Wenn ihr das Ganze supporten wollt, gerne natürlich das Video mit einem Like versehen. Und wenn noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen, würde mich natürlich sehr freuen. Wundert euch nicht über die Musik im Hintergrund, aber die steht anscheinend, ist das wohl die beliebteste Musik aus dem Battle Pass. Also, aber darum soll es nicht gehen. Wir gehen direkt mal auf die Skins ein und das sind genau diese zwei Kameraden hier. Nämlich einmal Hurricane, Kane von England und natürlich Marco Reus von Deutschland. Und was müssen wir dafür machen? Ganz simpel. Ab dem 12. Juni werden beide Spieler separat oder zusammen im Kane-Reus-Paket verfügbar sein. Also am 12. Juni bekommen wir den Kram sowieso in den Shop rein. Aber wir können uns das Ganze natürlich auch erspielen. Aber ich habe schon im Stream eben gesagt, das Ganze wird natürlich wieder nicht einfach sein. Nämlich an dem Cup, ganz simpel, es geht natürlich auch noch gerade so nebenbei, wo steht's, um 50.000 Dollar. Aber jetzt pass auf, was müssen wir machen? Wir müssen, das Turnier geht über 2 Tage. So, ganz simpel gesagt, an jedem Tag findet jeweils eine Runde statt. So, das steht hier. Runde 1 ist für alle teilnahmeberechtigten Spieler zugänglich. Wer teilnahmeberechtigt ist, wird in den offiziellen Regeln von Fortnite bla 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 beschrieben. Ist immer ganz simpel. Ihr müsst halt natürlich 2FA aktiviert haben, weil sonst könnt ihr die Belohnung nicht bekommen. Also das ist eigentlich die einzige Regel. Dann ihr müsst mindestens Level 30 sein. Nicht im Battle Pass, sondern euer Konto. So, dann welche Region spielen wir? Wir spielen natürlich Europa, Nordamerika und davon werden halt immer die besten Spieler werden davon ausgewählt, aber nur die 1000 besten Spieler. Also ist das ein eigen Anführungszeichen, die zwei Skins können wir schon mal komplett vergessen, Preisgeld für uns würde ich sagen auch mal außen vor, aber jetzt kommen wir zu den zwei Sachen, nämlich ihr seht hier unten die zwei Sachen, die unterhalb von Euro 2020 Cup stehen, nämlich da ist nämlich einmal das Spray-Motiv Seitfallzieher hier und das Emoticon Champion. Um das Emoticon Champion zu bekommen, müssen wir mindestens 10 Punkte erspielt haben und für das Spray-Motiv ebenfalls 20 Punkte. Also 10 Punkte für das Champion-Emote und 20 Punkte für Seitfallzieher hier. Heißt einmal hier das linke brauchen wir 20 Punkte für. Das Rechte brauchen wir halt eben 10 Punkte für. Wann die wieder ausgezahlt werden, wissen wir immer selber. Das dauert immer ein bisschen. Kann auch sein, dass ihr schon, wenn das Turnier vorbei ist, dann alle Emotes bekommt und hat man nicht gesehen, beziehungsweise Emoticon und Spray-Motiv. Das hängt halt immer ein bisschen von Fortnite selber ab. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal ist es direkt nach danach da. Müssen wir halt dann einfach abwarten. Aber schreibt mal bitte in die Kommentare, was haltet ihr von den zwei Skins? Ist eigentlich schon eine nice Kooperation, würde ich sagen. Weil die EM steht vor der Tür. So haben wir auf jeden Fall noch einen bekannten deutschen Fußballer mit im Spiel. Dann Harry Kane. Wundert mich eigentlich, weil, obwohl doch Neymar war drin. Aber Ronaldo ist wahrscheinlich Epic Games zu teuer. Aber mal sehen, vielleicht kommt er ja auch noch rein. Und Messi und hast du nicht gesehen. Aber mehr wollte ich eigentlich euch so nicht sagen. Also ich sag mal ganz simpel. Für uns ist es eigentlich fast unmöglich, die Skins zu erspielen, geschweige denn unter die Besten zu kommen für die 50.000 Dollar. Sind wir einfach mal ganz ehrlich. Weil werdet ihr die zu den 1000 Besten gehören in Europa? Seid realistisch. Also, wenn es natürlich einer schafft, gerne direkt bei mir melden. Ich mache direkt ein Exklusivinterview. Und in dem Sinne würde ich sagen, bin ich erstmal raus hier aus dem Video. Ich bereite schon das nächste für euch vor. Und in dem Sinne nochmal haut rein und natürlich viel Spaß noch beim Leveln. Und natürlich viel Glück beim Turnier. Vielleicht schafft ihr doch was zu reißen.